Nachwuchstalent aus Deutschland. Wurde vor wenigen Monaten Doppel-Europameisterin mit Christine Lang zusammen, Nina Mittelham. Halbfinale kam sie zum Einsatz, Nina. Sie konnte gegen Nadine Bollmeier gewinnen und hat ein recht ordentliches Spiel absolviert. Hier in dem Finale ist das ihr erster Einsatz. Ich denke, sie geht als Außenseiterin gegen Susi ins Spiel, aber nichtsdestotrotz ist Nina frech genug, auch dies schaffen zu können. Sehr schöne Kombination, kurzer Aufschlag ohne Schnitt in die Vorhand von Liu Chia serviert, kam ein langer Schupf in Ninas Rückhand, sie konnte umlaufen und direkt mit Vorhand den Punkt gewinnen. Kurzer, schneller, paralleler Aufschlag von Susi, sodass sie direkt einen schlechten Rückschlag von Nina bekam und mit Vorhand aggressiven Spin den Punkt gewinnen konnte. Ich hatte auch die Ehre, vor meiner Schwangerschaft ein paar Monate mit Nina zusammenzuarbeiten und ich muss sagen, sie ist wirklich in jedem Training wissbegierig, besser werden zu wollen, an ihrer Technik, Taktik arbeiten zu wollen. Ja, sie ist gierig drauf, eine bessere, eine sehr gute Spielerin werden zu wollen. Ich denke auch, dass sie wirklich das Potenzial dazu hat. Sehr schön. Ersten Satz, Aufschlag, Liu Chia. Yes,
Liucia bringt dann doch immer noch mal einen Ball mehr zurück, als einem lieb ist. Und darauf muss sich Nina natürlich einstellen. Nina hatte auf einen langen Rückschlag gewartet, aber Liucia war in der Lage, den Aufschlag kurz zu retournieren. Jawohl. Diese Aufschlagkombination, schneller, kurzer, paralleler Aufschlag in die Rückhand, ist wirklich recht unangenehm und bringt Susi immer in eine positive Stellung, sodass sie zu 80-90% den Punkt für sich entscheiden kann. Wieder. Der Aufschlag ist ungemein schwer, mit einer guten Qualität und flach kurz zu retournieren, so dass Susi direkt ins aktive Spiel kommen kann. Sehr gut. Ein Punkt beim Rückschlag wäre jetzt von Vorteil. Wieder ein langer Aufschlag und direkter Punkt. Susi hat auf alles gewartet, nur nicht auf einen langen Aufschlag. Nina versucht es immer wieder, diesen unangenehmen Aufschlag kurz zurückzuspielen. Ihr gelingt es einfach nicht mit einer guten Qualität, sodass Susi zu 90% direkten Punkt mit ihrem ersten Ball machen kann.
bin gespannt, was Nina sich einfallen lässt. Mit welcher Aufschlagvariation sie kommt. Sehr schöner paralleler Eröffnungsball mit der Rückhand, der zum direkten Punkt führt. Führung, 1-0 Führung für Susi. Eins zu null Susi, zweiter Satz, Aufschlag Mittelham. Einmal super parallele Rückhand von Nina, die direkt zum Punkt führen. Nach wie vor unfassbare Probleme mit dem Aufschlag von Susi. Nina kriegt den nicht kontrolliert, den Rückschlag in einer guten Qualität zu spielen. Clever. Ausgeguckt. Überraschender kurzer Rückschlag in die Vorhandecke. Nina war auf dem Weg, die Rückhand zu umlaufen. So, diesmal 2 Punkte bei Aufschlag Mittelham für Liugia. Ich
muss sagen, Nina spielt noch nicht mal schlecht, aber Liu Chia ist halt wirklich mit ihren 36 Jahren erfahrener Fuchs und weiß genau, was sie hier zu tun und zu lassen hat. Von Susi, so dass sie eigentlich den Punkt verdient hätte. Jetzt doch der eine oder andere etwas vermeidbare Fehler bei Nina auch im Spiel. Aber bei so einem Rückstand, ja, was soll sie machen? Das Risiko ein bisschen erhöhen, dann bleibt der Ball halt auch einmal knapp hängen. Nach dem ganz knappen ersten Satz könnte das jetzt ein Meilenstein auf dem Weg zum möglichen Titelgewinn für das Team aus Bayern sein, wenn Susi hier 2:0 mitsetzen in Führung. Weichen sind gestellt für Kolbermoor. Natürlich auch genau das Spiel, was Susi bevorzugt. Schnell, schnell. Da müsste Nina schauen, dass sie da rauskommt. Satz davor ist es hier phasenweise gelungen, mit einem sehr platzierten oder halt festen Ball Ballwechsel kurz zu halten. Vom Rückschlag her etwas, ja, nach meinem Geschmack etwas effektiver und nicht versucht wieder kurz zu legen. Die kommen nicht richtig kurz, halblang und Susi kann direkt. Ja. So kommt eins zum anderen. Schaut etwas verdutzt, die Kolbermoor Mannschaft. Durchwachsener Satz von Nina Mittelham. Ja, jetzt 2:0 in Führung. Schauen wir mal, was die junge Neuberlinerin dem noch entgegenzusetzen hat. Weinu Liu Chia. Kolbermoor steht kurz vorm. Genau, nach Wiedereinführung der Pokalmeisterschaft der Damen, ja bisher ausschließlich der TTC Berlin Eastside Pokalsieger, 5-mal in Folge. Jede Serie hat ein Ende. Heute? Fragezeichen. Noch wissen wir es nicht genau. Die Ausgangslage ist natürlich sehr gut jetzt
für Kolbermoor. Erneut guter Start bei eigenem Aufschlag. Diesmal auch wieder eine lange Variante. Nina überrascht. Rückschlagfehler. Jetzt eigener Aufschlag. Rumreiten, aber es zieht sich durch den Nachmittag. Elke hat es vorhin angesprochen, langer Aufschlag gleich Punkt. Ganz so pauschal natürlich nicht, aber hier wieder lang in die Mitte. Und auch die schnelle Susi diesmal überrascht und kommt da nicht hin. Natürlich auch anzufeuern und positiv zu stimmen. Es ist noch ein sehr weiter Weg, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Da kommt halt auch verdammt viel zurück von Liu Jia. Hier guter, hart gespielter Flip in die Rückhandecke, aber da stand sie halt schon. Spielt den Ball direkt Nina auf den Bauch zurück. Wieder 2-Punkt-Führung für Liu Jia. Folge von diesem Fehler. Eigentlich gute Ausgangsposition für die Rückhand für Nina Mittelham. Timeout bei 2:5. Ihren Platz am Tisch gar nicht verlassen in diesem Timeout, ist direkt vorne stehen geblieben. Vielleicht war sie ganz, ganz kurz am Anfang, ist sie einmal nach hinten gegangen, konnte ich nicht sehen, ob sie den Weg bis zur Bande gefunden hat oder nur ein paar Schritte vom Tisch weggemacht hat. Aber auch ein Zeichen von Stärke, direkt am Tisch zu bleiben, zu sagen, komm, ich fühle mich gut, ich will das Ding hier nach Hause schaukeln. Kleine Fehler, viele kleine Punkte, Konzentrationsschwächen von Nina momentan zu erkennen und die nutzt Liu Jia natürlich gnadenlos aus. Aus dem jetzigen Stand des Spiels sagen, der Weg für Nina hätte nur über den erfolgreichen ersten Satz führen können. Da ist sie ja auch mit 1:5 sehr schlecht gestartet und hat sich dann sogar eigenen Satzball erarbeitet. Und danach, ja, kann man sagen, spielt Susi das ganz gut runter. Ja. 9:2, hohe Führung. Elke, ich werde den Zuschauern deine Expertise überlassen. Für die letzten, möglicherweise letzten Ballwechsel und wieder raus in die Halle gehen. Die Siegerehrung steht wahrscheinlich unmittelbar bevor. Und wünsche somit allen Zuschauern von meiner Seite auch schon mal eine schöne Zeit nach diesem Finale hier. Ja, 8 Matchbälle für Susi, für Kolbermoor zum Pokalsieg 2019. Ja. Ja, ich denke, da war nochmal ganz deutlich der Unterschied zu erkennen zwischen Liu Jia und Nina Mittelham.
3:1 Pokalsieg für Kolbermoor gegen Berlin. Wie Christian gerade schon erwähnt hat, konnte Berlin 5-mal diesen Pokal in Folge gewinnen. Und hier ist es Kolbermoor zum allerersten Mal gelungen, diese Serie zu brechen. Und der Pokal geht mit nach Bayern. Herzlichen Glückwunsch an SV DJK Kolbermoor, Pokalsieger 2019. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht heute Nachmittag. Und in diesem Sinne, schönen Sonntag. Bis demnächst, eure Elke. Tschüss. So, wir kommen, wie gerade schon angekündigt, zum Verlosen des Tippspiels. Ich gucke mal da rein. Doch, ein paar haben definitiv auf Kolbermoor getippt. Und ich übergebe das Mikrofon mal kurz an den Präsidenten des TTC Berlin Eastside, an Alexander Teichmann. Ja, also ich bin da nicht entgegen. Ich denke, wir haben heute fantastisches Tippspiel gesehen, Halbfinale, Finale. Das war allen Ehre wert. Wir hatten dieses Tippspiel mit der Unterstützung von Porta. Wir hatten insgesamt 120 Tipper, die wir gekriegt haben. Wer auf Kolbermoor gekriegt hat, hat sehr, sehr große Chancen, jetzt gezogen zu werden, weil über 100 natürlich auf den Heimmannschaft gekriegt hat, auf uns, und immerhin 8 auf Kolbermoor. Also wer schnell rechtlich weiß, wie hoch die Chance ist, einen von drei Schein zu nehmen. Und wir fangen mal an. Du ziehst mal den dazu, den ersten, und Christian ist dann gut geworden. So, Vorteil ist immer, wenn die Leute so schreiben, dass du den Namen auch aussprechen kannst. Holger Lesch, würde ich mal sagen. Holger ist auf jeden Fall da und freut sich auch schon. Komm runter zu uns. In der Zeit stehen wir schon mal weiter. Gucken wir erstmal, ob er tatsächlich auch Euro mal angekreuzt hat. So, mehrheitlich sind wir auf einen Namen gekommen. Birgit ist der Vorname, da sind wir uns relativ sicher. Schädelin, wenn es nicht genau stimmt. Nicht
nicht böse sein, aber wir haben jemanden gefunden, der sich angesprochen fühlt. Auch hier gucken wir, Kreuz ist bei Vollbauer. Ich gehe mal ganz stark davon aus, auch aus Bayern. Es wird da auch einen Vorteil geben, aus der Fußball neben der Büste. Wenn man nachfragt, ob die aus Berlin kommen, sagen sie das mal ja, dann sagt die Tipp auf Kolbermoor, plötzlich kommt so weit aus Brandenburg. Ja? Naja. So, noch jemand hat auf Kolbermoor getippt und das ist Simone Kurzius. Ist ja auch da, ja, der Fanclub ist da, komm runter zu uns. Drei Gutscheine vom Porta-Möbelhaus sind wir losgeworden. Wir warten noch auf die dritte Gewinnerin, um die Rundlinie komplett zu machen. Und gibt es schon Pläne, Holger? Was machen wir, mein Möbelporter? Was gibt es denn nur? Möbel. Möbel kaufen ist immer gut, kann man immer gebrauchen. So, dann hat sie es gleich geschafft, die Simone als dritte Gewinnerin hierher zu kommen. Hier hinten haben wir auch eine Treppe. Und dann darf Alex die Gutscheine überreichen. Ja, wir dürfen euch dann den Gutschein auch beim Alex abholen. Dreimal 100 Euro Einkaufsgutschein im Möbelhaus. Ich denke, damit kann man immer was anfangen. Wir gratulieren unseren drei Tippern. 3 von 8, die Kolbermoor den Kuh zugetraut haben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Shoppen natürlich. Und vielen Dank an Möbelporter. So, dann kommen wir also zur Siegerehrung beim Hutiros Final Four Deutsche Pokalmeisterschaften 2018-2019. Und wir gratulieren zunächst dem Finalisten, Silbermedaillengewinner
beim Pokal 2018-2019 die Mannschaft vom TBC Berlin Eastside. Und dann haben wir eine Mannschaft, die es geschafft hat, den fünfjährigen Pokalsieger, jetzt sage ich trotzdem mal, dass ich, obwohl ich Berliner bin, endlich mal abzulösen. Wir gratulieren zum Pokalsieg 2018-2019 dem SSV Dionna Kolderborn. Ich darf euch jetzt den Pokal überreichen.